Hi, ich bin die F. Vom Lasse, den Waldläufer, habe ich freundlicherweise dieses Messer hier bekommen. Das ist das Jagdkit KNV3 und das werde ich jetzt mal testen und richtig hart rannehmen. Schauen wir uns erstmal die technischen Daten an. Die findet ihr natürlich alle nochmal unten in der Infobox. Es handelt sich um das Jagd- und Outdoor-Messer Jagdkit KNV3 von Magnus Collin. Es hat eine Gesamtlänge von etwa 20 cm und die Klingenlänge beträgt 84 mm. Die Klingendicke beträgt immerhin 4,5 mm. Die Klinge ist aus einem rostfreien Stahl gemacht, GB9CR18MOV mit immerhin 59 Rockwell. Für einen rostfreien Stahl ist das nicht übel. Es ist natürlich ein Full-Tang-Stahl, der geht also wirklich durch. Hat im oberen Bereich einen Flachschliff und unten ist er ballig angeschliffen an der Schneide. Der Griff ist gummiert und darum liegt das Messer auch super in der Hand, da rutscht also nichts weg. Es wiegt 156 Gramm ohne Scheide und 202 Gramm mit der Kydex-Scheide. Apropos Kydex-Scheide, die ist also Molle und Techlock-kompatibel, das heißt, wenn man das Klettband hier wegmacht, das ist nämlich angeschraubt, dann kann man da beispielsweise auch einen Techlock dran machen. Beziehen könnt ihr das Messer im Shop vom Lasse, www.waldlaufershop.de. Den Link habe ich hier unten eingeblendet und den findet ihr auch nochmal in der Infobox für aktuell 79,99 Euro. Und weil das Messer so eine schöne Öse hier hat, machen wir auch gleich eine Handschlaufe rein. So. Ist dann gut zum Hacken zum Beispiel. We'll be right back.
So, und nach der ganzen Tortur kommt noch der Papiertest. Mal schauen, wie scharf das Messer noch ist. Naja, okay. Ja, doch. Super scharf, immer noch. Zeit für ein kleines Fazit. Ich finde, das Messer hat sich prima geschlagen. Beim Schnitzen war es einwandfrei. Bei den Feathersticks hat es prima funktioniert. Beim Hacken, okay, da ist das geringe Gewicht nachteilig und außerdem ist der Schwerpunkt sehr weit hinten am Griff. Ja, ich hoffe, man sieht das so hier. Das heißt, man bekommt da nicht richtig Schwung drauf und man muss mit irgendeinem Prügel nachhelfen. Beim Betoning ist klar, die Klinge ist nicht so arg lang. Das heißt, für große Holzstücke funktioniert das auch nicht so gut. Aber das weiß man ja, bevor man sich das Messer kauft. Also kein Thema. Kleiner Nachteil ist vielleicht der Griff, wenn es wirklich arg rau zugeht und man schlägt da vielleicht mal versehentlich irgendwie daneben, dann kann der doch ziemlich leicht kaputt gehen. Der Gummi, der hält nicht so wahnsinnig viel aus. Aber ich denke mal, das ist Geschmackssache. Auch das weiß man vorher. Insgesamt muss ich sagen, der Stahl von der Klinge, der ist wirklich super gewesen. Ich habe das Messer wirklich geplagt bis zum geht nicht mehr. Aber ich habe es nicht geschafft, es irgendwie zu verbiegen oder eine Macke reinzuhauen. Einwandfrei. Ja, soweit zum Test. Vielen Dank, Lasse, dass du mir das Messer überlassen hast. Ich mache mir einfach einen neuen Griff dran und da werde ich da mit Sicherheit noch eine Menge Spaß mit haben. Danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao!